Jetzt begrüße ich ganz herzlich bei mir im Studio Professor Tilman Meyer, Politikwissenschaftler von der Universität Bonn. Guten Abend, Herr Kolz. Professor Meyer, die SPD tut sich schwer, es frühzeitig bekannt zu geben. Warum eigentlich? Weil man die Erfahrung gemacht hat, wenn man die Kandidaten zu früh ins Feld schießt, lässt, dann werden sie womöglich schon beschossen. Und man möchte sie natürlich sozusagen das Pulver trocken halten und die Kandidaten nicht zu früh präsentieren, weil man sonst Bedenken hat, dass hier das Vorfeld schon alles klärt. Und bei 20%, was hier im Spiel ist, ist es ja auch schwer, einen Kandidaten zu finden, der unter diesen Umständen antritt. Das ist ja doch eine Herausforderung. Das heißt, die Kanzlerkandidatur werde bei diesem Gespräch heute in Düsseldorf keine Rolle spielen. Ist das glaubhaft? Nein, das glaube ich nicht. Aber man möchte ja sozusagen die Erwartungen der Journalisten den Ball flach halten, wie es so schön heißt. Ja. Genau. Und man muss darüber nachdenken. Und jeder Rat, der dazu führt, dass die Bewegung nach oben geht, ist ja willkommen. Insofern muss man die Köpfe schon zusammenstecken, um hier zu neuen Ufern aufbrechen zu können. Das ist durchaus schwer. Ich glaube aber, der Kandidat, soweit es KPL ist, hat in den letzten Tagen durch sein starkes Auftreten im Bereich innere Sicherheit versucht, Truppen, stärkere, um sich zu sammeln, um hier einen Aufwind zu erzeugen. Aber ausgerechnet in dem Zusammenhang zu sagen, dass innere Sicherheit ein ursozialdemokratisches Thema sei, nimmt man ihm das ab? Ihn persönlich vielleicht nicht unbedingt, aber es ist, denken Sie an den starken Innenminister Schily. Es gibt plötzlich ganz viele Chilis, wie eine Zeitung berichtet. Ja. Jedenfalls war hier ein sehr starkes Auftreten innerhalb der Sozialdemokratie möglich, vielleicht manchmal provokativ. Und an ihn zu erinnern und seinen Spielraum, den er sich erarbeitet hat, jetzt in diesen Tagen und vielleicht auch über Gabriel, das könnte durchaus dazu führen, dass er eben auch in den Schichten, die sich stark betroffen fühlen von der inneren Sicherheit, von der Bedrohung, Einbruch und so weiter, die ganze Atmosphäre, die es da gibt, das hätte schon vielleicht einen Effekt. Es gab eine frische Umfrage, wo ein Meinungsforschungsinstitut feststellte, dass Martin Schulz quasi gleichauf in der Beliebtheit mit der Kanzlerin sei oder zumindest, dass man ihm gleich stark zutraue, Kanzler zu werden. Sigmar Gabriel war doch eher abgeschlagen. Wäre das nicht ein guter Schachzug für Gabriel, eigentlich Schulz ins Rennen zu schicken in dem Zusammenhang? Oder sollte er sich das zumindest noch mal reiflich überlegen? Ich würde für Letzteres plädieren, weil man ja auch sehen muss, Schulz wird im Moment gut verwertet. Aber erinnern Sie sich an Steinbrück und seinen Aufwärtstrend, da dachte man auch, das sei eine gute Partie. Über Schulz hat man noch nicht richtig sich kritisch geäußert, seine Situation pro Europa. Man könnte sagen, Deutschland ist für ihn vielleicht die zweite Wahl und so weiter und so fort. Das heißt also, die ganzen Auguren haben sich noch nicht gegen ihn eingeschossen. Insofern ist er hier noch überhaupt nicht verbrannt. Und deswegen ist die Gefahr groß, dass man ihn überschätzt. Welche Rolle spielt dabei eine mögliche Koalitionsfrage? Das inzwischen ja schon liebgewonnene R2G, also Rot-Rot-Grün in vielen Teilen der SPD, aber das unter Umständen von Gabriel ja doch präferierte Rot-Grün-Gelb. Ist das auch eine Frage, die mit der Kandidatur unmittelbar zusammenhängt? Rot-Grün-Gelb sicherlich. Das wäre durchaus natürlich für ihn spannend. Aber wir sind ja doch noch weit entfernt von einer soliden Spekulation über die Möglichkeiten. Wir müssen ja damit rechnen, dass die AfD reinkommt in den Bundestag, sodass die Konstellation sich neu, die Koalitionskonstellation sich neu sortieren lassen müssen. Und es spricht eher im Moment für eine weitere Partie, große Koalition, als dass man die Fantasie in diese Richtung. Weil die reinen Zahlen einfach eine deutliche Sprache sprechen. Und R2G ist, glaube ich, für Gabriel, gerade auch nach diesem Auftritt, was die innere Sicherheit angeht, eigentlich nicht seine favorisierte Lösung. Herzlichen Dank, Professor Tilman Meyer.